Roter Alarm auf den Philippinen. Tropensturm Noru ist mit 200 Stundenkilometern und Starkregen über die Inselgruppe gefegt und hat schwere Schäden angerichtet. 5 Menschen eines Rettungsteams kamen bei einem Einsatz nördlich von Manila ums Leben. In einigen Regionen fiel der Strom aus. Dutzende Fähr- und Flugverbindungen mussten gestrichen werden. Der von den Behörden als Super-Taifun bezeichnete Sturm war am Sonntagabend in der Provinz Quezon auf Land getroffen. Bereits am Samstag waren vorsorglich mehr als 8000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Behörden riefen Flutwarnungen für mehrere Teile der Hauptstadt Manila aus. Viele Menschen, die direkt am Fluss lebten, seien illegale Siedler, deren Häuser aus einfachen Materialien gemacht seien. Regen und Sturm treffe diese Menschen am schwersten, sagt dieser Beamte. Über die Philippinen fegen durchschnittlich 20 Taifune pro Jahr. Im November 2013 hatte Haiyan mehr als 6000 Menschenleben gefordert.